Thema Gas im Verkehr begleitet uns ja schon seit geraumer Zeit. Es hat ja Ursprünge gehabt in den Erdgasfahrzeugen, die bereits in den 90er Jahren dazu beigetragen haben, Luft reinzuhalten und natürlich auch CO2 einzusparen. Das Thema LNG ist ein Begleiter hier der Zukunft Gas seit dem Jahr 2010. Damals haben wir eine Informationsreise für das Verkehrsministerium nach Los Angeles, wo damals so die ersten großen LNG-Anlagen aufgebaut wurden, die ersten Hunderte von LNG-Lkw auch in den Markt kamen, organisiert. Und seitdem versuchen wir tatsächlich, das Thema in die Debatte hineinzuführen. Und wenn wir uns die Zahlen der letzten 2-3 Jahre anschauen, können wir sagen, LNG ist endlich in Deutschland angekommen. Wir haben lange immer wieder auch darauf hingewiesen, dass Deutschland in Sachen LNG ein Entwicklungsland ist. Mittlerweile sind wir, ich sage es mal vorsichtig, ein Schwellenland auf der Entwicklung, die sich in anderen Ländern tatsächlich schon deutlich dynamischer auch entwickelt. Wir können aber mit dem, was wir jetzt erreicht haben, denke ich, eine sehr progressive Entwicklung auch einnehmen, um tatsächlich auch den Zielen, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden, auch immer weiter näher zu kommen. Dazu möchte ich Ihnen gleich noch einige einleitende Bemerkungen auch mitgeben. Aber vorneweg möchte ich Ihnen noch einmal einen kurzen Einblick geben in das, was wir heute vorhaben gemeinsam. Wir möchten zuerst uns einige Impulse anhören. Neben mir haben wir zwei Experten, die ich Ihnen gleich noch vorstellen möchte, aus der Logistikbranche. Und ich darf an dieser Stelle auch schon die drei Mitglieder des Bundestages begrüßen, die sich bereit erklärt haben, uns hier in der Diskussion auch zu begleiten. Dazu aber gleich mehr. Ich werde Ihnen die Diskutanten im Detail noch vorstellen. Worum geht es uns denn heute? Wir möchten tatsächlich die Reise beginnen. Erstmal mit der Frage, was sind die Herausforderungen? Die grundsätzliche Herausforderung liegt natürlich erstmal in der Zielsetzung, die jetzt auch durch die Europäische Union im Rahmen des Green Deals festgelegt wurde, die in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland natürlich auch eine besondere Dynamik bekommen hat, nämlich die Zielsetzung der Klimaneutralität. Das ist das, was Europa bis 2050 erreichen möchte. Deutschland hat sich zwischenzeitlich ein noch ambitionierteres Ziel gesteckt, das bis 2045 Klimaneutralität erreichen werden soll. Ein wesentlicher Auslöser hier war natürlich das Gerichtsurteil des Verfassungsgerichtes vor 2 Wochen, wo das Thema Klimaschutz nochmal in seiner grundsätzlichen Bedeutung unterstrichen wurde. Ich denke, als sehr kurzes Fazit dieses Urteils kann man festhalten, egal in welche Richtung wir uns im September auch nach der Wahl entwickeln, das Thema Klimaschutz wird in jedem Fall ganz oben auf der Agenda stehen und es wird sicherlich keine Regierung geben können, auch nach diesem Urteil, die sich diesem Thema verschließt und nicht aktiv letztendlich an der Zielsetzung Klimaneutralität auch arbeitet. Der Verkehrssektor an dieser Stelle hat natürlich eine besondere Herausforderung. Wir sehen, dass tatsächlich seit dem Referenzjahr 1990 sehr, sehr wenig passiert ist. Und so hat sich mittlerweile auch der Verkehrssektor auf Platz 3 der Sektoren vorgearbeitet als tatsächlich Negativliste, was die CO2-Emissionen anbetrifft. Andere Sektoren sind da tatsächlich deutlich aktiver, auch was die CO2-Emissionen und deren Senkung anbetrifft. Entsprechend stark ist die Aufgabenstellung natürlich, die vor uns liegt. Und gleiche Diskussionen haben wir natürlich auch auf der Ebene der europäischen Mitgliedstaaten. Auch hier sehen wir, dass die Entwicklung tatsächlich eher stagniert und wir keine wirklichen CO2-Senkungen sehen. Natürlich kann man zugutehalten, das werden wir gleich auch noch hören, dass die Verkehrsleistung, die Wirtschaftsleistung natürlich in den letzten 30 Jahren erheblich gewachsen ist. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich verdoppelt in diesen 30 Jahren. Das ist sicherlich etwas, was natürlich auch entsprechende Verkehrsleistungen ausgelöst hat. Aber wenn am Ende Klimaschutz vorne steht, darf die CO2-Einsparung nicht auf der Strecke bleiben. Wir möchten Ihnen heute über das Thema LNG hinaus natürlich die Perspektive von Bio-LNG vorstellen. Dazu ein ganz kurzer Einspieler, den uns freundlicherweise Shell zur Verfügung gestellt hat.
Es geht also darum, die Perspektiven, die wir heute schon als Erfolgsgeschichte bei LNG sehen, nämlich dass hier ein doch exponentielles Wachstum stattfindet, was entsprechende CO2-Einsparungen auch auslöst. LNG heute, basierend auf fossilem LNG, hat ja schon bereits einen erheblichen CO2-Vorteil gegenüber Diesel und führt entsprechend natürlich auch CO2-Einsparungen, die durchaus messbare und relevante Größenordnungen mittlerweile erreicht haben. Über diese CO2-Einsparung hinaus wollen wir natürlich noch weitergehen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur 15% gegenüber Diesel möglich sind, sondern tatsächlich auch, dass wir nahezu klimaneutral werden können. Und dazu werden uns die Perspektiven, die Bio-LNG bietet, helfen. Die Infrastruktur für diesen tiefkalten Wasserstoff, ein Journalist hat das mal so schön beschrieben, das ist Erdgas, so kalt wie die dunkle Seite des Mondes. Das ist ein flüssiger Treibstoff, der genutzt werden kann für den Antrieb von Langstrecken-Lkw, Schwerlastgüterverkehren. Die Infrastruktur dafür ist in Deutschland mittlerweile sehr flächendeckend ausgebaut. Es gibt sicherlich noch weiße Flecken. Wir sehen dementsprechend auch eine sehr aktive Investitionstätigkeit seitens der Akteure, die hier die Infrastruktur ausbauen. Wir haben derzeit ungefähr 65 Tankstellen. Ich sage deswegen ungefähr, weil wir tatsächlich eine hohe Dynamik auch sehen. Wöchentlich ändern sich die Zahlen. Und wir wissen vor allen Dingen, dass auch einige Dutzend Anlagen derzeit in Planung sind. Aus Kreisen der Investoren wissen wir, dass zudem noch deutlich mehr auch in petto ist. Das heißt, hier wächst sehr, sehr schnell eine Infrastruktur, die auch sehr dynamisch mit diesem exponentiellen Wachstum auf der Nachfrageseite entsprechend Schritt hält. Mit dem Ziel, dass wir tatsächlich die Bundesrepublik flächendeckend entlang der großen Magistralen mit der Versorgung dieses Treibstoffs versehen können. Nächstes Bild bitte. Die Herausforderung allerdings im Markt ist, es ist derzeit eine Konjunktur, die eine gewisse Endlichkeit auch hat. Wir sehen, dass die Mautbefreiung, die bis 2023 gilt, derzeit noch unklar ist in Diskussionen. Wir sehen natürlich, dass hier unter dem Stichwort der Euro-minierte Perspektiven geschaffen werden können. Allerdings ist für den jetzt verbleibenden Investitionszeitraum für viele Spediteure nun die Frage natürlich auch gekommen, lohnt es sich tatsächlich jetzt für diese restliche Zeit in dieses Projekt zu investieren? Wie sind die Perspektiven danach? Das ist natürlich die große Frage, die wir auch der Politik stellen möchten. Bringt man dieses Thema weiter, dann muss man tatsächlich, oder will man das Thema weiterbringen, dann muss man das Thema der Mautbefreiung oder der Mautrabattierung ab 2024 aktiv jetzt angehen, um Investitionssicherheiten zu schaffen, um die vor allen Dingen jetzt bestehenden Investitionen, die in die Infrastruktur getätigt wurden und die auch in die vielen Flotten getätigt wurden, zu sichern und vor allen Dingen das Wachstum und damit dann eben auch den gelebten Klimaschutz voranzubringen. Wir müssen, das ist uns natürlich als Branche auch bewusst, wir müssen eine langfristige Perspektive entsprechend auch bieten. Wenn wir von der Politik eine entsprechende Perspektive bieten, müssen wir natürlich auch die entsprechenden Angebote dafür machen. Hier geht es darum, das Thema, wie eingangs eingeführt, der Klimaneutralität auch aktiv anzupacken. Und hier ist unser Angebot eben der flächendeckende Einsatz von Bio-LNG, womit nahezu klimaneutraler Straßengüterverkehr ohne einen grundsätzlichen Systemwechsel in Deutschland möglich ist. Wir haben die ausreichenden Mengen, wir haben die Potenziale, das auch weiter wachsen zu lassen. Es ergeben sich insbesondere auch nach den Analysen, die der DVGW und der Biogasverband gemacht haben, sehr spannende Quervernetzungen zwischen der Wasserstoffwirtschaft und der LNG-Produktion, die dazu führen, dass wir bis zu 200 Terawattstunden, also mehr als das, was wir derzeit im Güterverkehr auch tatsächlich einsetzen, produzieren könnten. Dieser Aufwuchs ist kurzfristig auch realisierbar, macht in jedem Fall auch Sinn, weil viele der Biogasanlagen, die derzeit noch durch das EEG gefördert werden, an die Grenze der 20 Jahre kommen und tatsächlich auch Anschlussverwendungen dafür gesucht werden. Gleichzeitig haben wir in Deutschland ja eine sehr aktive Diskussion auch über Energieimporte. Sie wissen ja, derzeit sind ungefähr 70% unseres Energieverbrauchs Importe und entsprechend können wir diese Importinfrastruktur, sei es Gaspipelines oder eben auch LNG-Terminals, die im Werden sind, nutzen, um globale Importe von Biogas, von Bio-LNG zu realisieren. Wir sind damit in jedem Fall überzeugt, dass wir ein kurzfristiges, anschlussfähiges System haben, um mit den Logistikanforderungen von heute die Klimaanforderungen von morgen auch zu gestalten.
Und dieser Punkt ist uns eben so besonders wichtig, weil es geht nicht darum, jetzt hier die Logistik komplett neu zu erfinden. Es geht darum, dass wir tatsächlich ab sofort, eigentlich ab nächsten Montag, anfangen, CO2 einzusparen. Denn auch das ist eben ein ganz wichtige Botschaft des Verfassungsgerichtsurteils. Es geht nicht mehr nur darum, ein Ziel bis zu einem bestimmten Jahrespunkt zu erreichen. Der Weg dahin ist das Entscheidende. Das CO2-Budget, was verbleibt, ist entscheidend. Und damit ist jede Tonne, die wir einsparen, egal wie wir sie gerade einsparen. Und da zählen die Low-Hanging Fruits, die Bio-LNG bieten kann, in jedem Fall dazu. Jede Tonne zählt, um das CO2-Budget zu entlasten und nicht durch noch mehr Emissionen, die vermieden werden können, zu belasten. Wir müssen tatsächlich hier die klaren Randbedingungen auch klären. Das ist etwas, was wir später in der Diskussion auch sehen. Die Mountbefreiung gehört in jedem Fall dazu. Das ist der Booster gewesen, den dieses Geschäft bekommen hat. Und wir wissen auch aus dem Markt, dass das eine ganz entscheidende Größe ist, um auch längerfristige Investitionen auch zu sichern. Und wir sehen natürlich auch, dass wir auf der Steuerseite hier einen gewissen Justagebedarf auch sehen. Das Thema Bio-LNG ist in anderen Ländern deutlich niedriger besteuert als hier in Deutschland. Das wären Faktoren, die in jedem Fall dazu dienen, dieses Geschäft, was derzeit sich durchaus sehr erfreulich im Markt entfaltet, auch weiter stabil zu entwickeln und damit, wie gesagt, die Klimaschutzfrage auch aufzulösen. Ich danke Ihnen erstmal an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und darf nun überleiten an unseren ersten Sprecher. Ich darf begrüßen in der Leitung Herrn Axel Plass. Er ist Präsident des Bundesverbandes Spedition und Logistik. Er ist, wenn ich das so salopp formulieren darf, ein alter Hase im Speditionsgeschäft. Er ist seit 30 Jahren aktiv und seit 2000 tatsächlich geschäftsführender Gesellschafter der Konrad Zippel Spediteur GmbH. Herr Plass. Ja. Was ist Ihre Botschaft? Vielen Dank. Herzliche Grüße aus Hamburg von meiner Seite. Ein Eingangsstatement. Und ich habe in diesem Falle gleich zwei Hüte auf, die ich heute tragen muss. Einerseits ist es da meine Rolle als DSLV-Präsident und auf der anderen Seite mein bezahlter Job als geschäftsführender Gesellschafter der Zippel Group, einer mittelständischen Spedition aus Hamburg. Und lassen Sie mich als Präsident der Spediteure beginnen und hier gleich die gute Meldung vorab. Ja, es gibt sie, die umweltfreundlichen Transportlösungen, und die gibt es auch jetzt. Und mit der praxistauglichen LNG, CNG-Technologie kann bei Lkw-Transporten die Feinstaub- und die Stickoxid-Emission deutlich reduziert werden. Gasmotoren, die ja bekanntlich mit dem Fremdzündprinzip arbeiten, sind zudem geräuscharmer als herkömmliche Dieselmotoren. Diese Technologie ist praxiserprobt und wird von den Fahrern positiv aufgenommen. Und ein Aspekt ist dabei tatsächlich in Zeiten des wachsenden Fahrermangels auch das Image des, ich sag mal in Anführungsstrichen, klimaneutralen Truckers. Kaum zu glauben, aber wo früher auf dem LKW-Heck der Aufkleber prangte, meiner ist der längste, da klebt jetzt, meiner ist der sauberste. Und es sind eben auch Kleinigkeiten, die Fahrer zu schätzen wissen, wie die zum Beispiel die unangenehmen Dieselgerüche, die beim Tanken nicht mehr entstehen. Die Verfügbarkeit von Tankmöglichkeiten verbessert sich stetig. Das hat ja im Eingangsstatement schon, wurde ja schon gesagt, weil immer mehr LNG- und CNG-Tankstellen entstehen. Und wenn das Methangas jetzt auch noch biogen oder synthetisiert hergestellt werden kann, können neben dem Feinstaub- und der Stickstoffreduktion auch CO2-Einsparungen realisiert werden. An dieser Stelle wechsle ich nur die Kopfbedeckung und betrachte die Thematik aus Sicht meines Unternehmens, der Zippel Group. Wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren mit umweltfreundlichen Alternativen zu bestehenden Transportlösungen und nutzen seit 2018 CNG-Lkw, die wir allerdings mit Biogas betanken. Dieses Biomethan wird abfallstämmig aus vergorenem Stroh und landwirtschaftlichen Reststoffen produziert und kann damit den bilanziellen CO2-Ausstoß des Transports um ganze 94% reduzieren. Angestoßen wurde dieses Projekt durch die veränderten Transportanforderungen unserer Kunden.
die unsere bestehenden Transportketten sozusagen umweltfreundlicher zu gestalten. Im Februar 2018 haben wir unsere ersten CNG-Lkw am Standort Leipzig in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich setzen wir erfolgreich 14 weitere CNG-Fahrzeuge am Standort Berlin für dortige Vor- und Nachlauftransporte unserer Zugsysteme ein. Zur Inbetriebnahme hatten wir damals sogar den Verkehrsminister, der die erste Runde mit einem CNG-Biomethan-Lkw auf dem Berliner Westhafen gedreht hat. 4 weitere CNG-Lkw-Zugmaschinen sind aktuell in der Beschaffung, sodass wir ab Juni über eine Flotte von 22 umweltfreundlichen CNG-Fahrzeugen verfügen. Zibbel betreibt diese CNG-Lkw, wie bereits gesagt, mit abfallstämmigem Biomethan, sodass neben einer Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffemissionen auch der CO2-Ausstoß fast vollständig eingespart werden kann. Und damit bieten wir als Zippel mit diesen CNG-Lkw schon jetzt nahezu klimaneutrale Transporte an. Vor 2 Wochen haben wir gemeinsam mit einem Partner eine CNG-Tankstelle auf unserem Hauptstandort in Berlin in Betrieb genommen. Damit können wir unsere Lkw-Flotte sehr effizient und ohne Zeitverlust tanken. Die Kombination bei uns aus umweltfreundlichen Lkw und Bahntransporten, die wir auch mit Biostrom oder beziehungsweise ja mit Biostrom betreiben, wird von unseren Kunden sehr positiv bewertet und mit dem entsprechenden Transportvolumina honoriert. Die Technologie und die Fahrzeuge sind nach diesem mehrjährigen Praxistest, den wir jetzt vollzogen haben, äußerst zuverlässig. Vor wenigen Wochen haben wir testweise ein CNG-Fahrzeug zwischen Hamburg und Berlin erfolgreich auf der Langstrecke eingesetzt und die 600 Kilometer konnten ohne Zwischentankstopp absolviert werden, was anfangs auch nicht so angenommen oder gedacht werden konnte. Zibbel zeigt damit, dass alternative Antriebe praxistauglich sind und unsere Fahrzeuge schonen damit schon heute die Umwelt und steigern damit die Attraktivität des kombinierten Verkehrs. Was dazu aber gesagt werden muss, ist, dass die Fördermöglichkeiten durch das BAG und die Mautbefreiung dieser CNG-Lkw einen großen Teil zur Wirtschaftlichkeit beitragen und es ohne eigentlich nicht funktionieren würde. Und eine zusätzliche Information am Ende: Nicht nur CNG kann biogen genutzt oder beziehungsweise hergestellt werden, auch die Verflüssigung oder durch Verflüssigung können auch CO2-Einsparungen bei LNG genutzt werden. Und sind aktuell, glaube ich, 2 Hersteller bekannt, die die Verflüssigungsanlagen kurzfristig realisieren wollen und werden. LNG und CNG ist daher eine treibhausgasreduzierende Antriebsalternative, die sich in der Praxis bewährt hat und aktuell und unverzüglich für den Schutz unserer Umwelt genutzt werden kann. Und meine Damen und Herren, diese Chance sollten wir nicht leichtfertig vergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Ich darf begrüßen in der Leitung Herrn Pawlowski, seit 2014 Leiter der Hauptstadtrepräsentanz Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, der BGL, der sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, die Transportlogistik des Mittelstandes zu gestalten. Und ich denke, gerade auch für den Mittelstand ist die Frage der Kosten, aber gleichzeitig natürlich auch die Frage des Umweltschutzes von zentraler Bedeutung. Herr Pawlowski, was sind Ihre Botschaften? Ja, lieber Herr Dr. Keder, meine Damen und Herren, vor allem verehrte Abgeordnete, die Vorstellungsrunde haben wir ja bereits hinter uns. Die Herausforderungen wurden auch bereits beschrieben. Ich will es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, weil wir uns ja an vielen Stellen auch mit dem Thema Klimaschutz, gerade im Verkehrsbereich, beschäftigt haben, insbesondere auch in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Und das Verfassungsgericht hat die Bedeutung ja auch nochmal unterstrichen, 42% CO2-Einsparung bis 2030, da bleibt uns einfach nicht mehr viel Zeit und deshalb müssen wir einfach zusehen, dass wir diese Herausforderung auch so schnell wie möglich angehen. Und hier auf dieser Folie sieht man das nochmal, wo die Herausforderungen liegen. Sie liegen vor allem bei den Nutzfahrzeugen und insbesondere auch bei den schweren Nutzfahrzeugen, denn die Nutzfahrzeuge machen 1/3 der CO2-Emissionen im Straßenverkehr aus. Und daher ist hier gerade bei den schweren Nutzfahrzeugen der Handlungsbedarf ganz besonders groß. Ich will vielleicht auch nochmal
Das gehört nämlich zur Wahrheit einfach auch mit dazu, darauf hinweisen. Es wird immer wieder mal auch formuliert, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren nichts geleistet hat zur CO2-Reduktion. Das Gegenteil ist der Fall. Zumindest ist es nur die halbe Wahrheit, wenn man das sagt. Denn gleichzeitig zum Anstieg der CO2-Emissionen ist natürlich die Transportleistung enorm gestiegen. Hier sieht man das einmal auf der Folie, 81% Anstieg der Transportleistung im Straßengüterverkehr, wohingegen die CO2-Emissionen um 22% angestiegen sind. Das zeigt einfach, es wurde eine ganze Menge getan, aber es reicht natürlich noch nicht, und das sieht man auch auf diesem Chart. Die Warenströme werden auch künftig ansteigen, sodass einfach ein enormer Handlungsbedarf besteht. Den sind wir angegangen, ich hatte es bereits erwähnt, in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, aber auch in vielen anderen. Wir haben hier auch als BGL mitgewirkt in der AG1, in der Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Nutzfahrzeuge. Dort haben wir einen Werkstattbericht vorgelegt, der einen Fahrplan vorgelegt hat. Das ist gerade für die Nutzer, aber natürlich auch für die Nutzfahrzeugindustrie ganz entscheidend, einfach einen Fahrplan zu haben und zu wissen, wohin geht die Reise, in welchem Zeitraum können wir uns für welche Technologien, in welchen Einsatzbereichen ausrichten und aufstellen. Das ist für die Planungs- und die Investitionssicherheit entscheidend. Und ohne auf diesen komplexen Fahrplan, den Sie jetzt sehen, im Detail eingehen zu wollen, soll ja nur ein Impuls sein, kann man aber ganz gut erkennen auf dem Zeitstrahl. Es geht erst Mitte der 20er Jahre los mit den Zero-Emission-Technologien, gerade in dem Bereich, der hier betrachtet wird, nämlich, das ist der Auftrag aus dem Klimaschutzprogramm, bis 2030 ein Drittel der Fahrleistung elektrifiziert oder auf Basis strombasierter Kraftstoffe zu erbringen. Daher hier die Oberleitungs-Lkw, das Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug und die batterieelektrischen Fahrzeuge. Und man sieht aber, bis auf den Regionalverkehr geht es wirklich erst Mitte der 20er Jahre los mit dem Markthochlauf. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir denn bis zu diesem Zeitpunkt? Wir haben als Nutzerverbände und gemeinsam auch mit der Nutzfahrzeugindustrie eine gemeinsame Erklärung, BGL, AMÖ, BIG, BGVL, DSFV und VDA, zum Nutzfahrzeuggipfel verabschiedet. Und hier ist ein klares Bekenntnis, dieses Chart von vorhin noch mal ein wenig konkretisiert. Der Gas-Lkw, LNG, Bio-LNG, CNG ist hier diejenige Technologie, die heute bereits verfügbar ist und die in allen Einsatzbereichen Nahverkehr, Regional- und Fernverkehr eine Technologie ist, die uns weiterhelfen kann, die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Aussagen, die wir in der NPM, in dem Werkstattbericht getroffen haben, sind genau dementsprechend, wie es in dem Fahrplan angezeigt ist. Heute kann noch keine finale Festlegung erfolgen, was den Technologiepfad angeht, aber mittelfristig ist eine solche Technologiefokussierung sinnvoll im Interesse von Planungs- und Investitionssicherheit. Und darauf bin ich ganz besonders stolz, uns ist es gelungen, ein extra Kapitel in diesen Werkstattbericht auch aufzunehmen über die kurzfristig wirksamen wirkenden Maßnahmen zur Dekarbonisierung. Und dazu gehört unter anderem auch die Nutzung gasförmiger Kraftstoffe, sowohl der fossilen, aber natürlich auch von Biogas und synthetischen Methan. Das ist ein zentrales Anliegen der Nutzer gewesen, der Nutzfahrzeugindustrie, auch der Mineralölwirtschaft. Und das gegen einen erheblichen Widerstand auch der Umweltseite, die sich allerdings am Ende nicht dagegen wehren konnte, weil einfach die Argumente natürlich schlagend auf unserer Seite liegen. Wer nämlich Klimaschutz wirklich ernst meint, darf bis Mitte der 20er Jahre die Hände nicht in den Schoß legen, sondern wir müssen eine Antwort geben, was wir heute tun können. Und die Antwort würde ich gerne und würden wir gerne heute auch mit den Abgeordneten diskutieren, um einfach den Unternehmen eine klare Antwort zu geben, wohin geht die Reise, wie können wir die von Herrn Dr. Kehler angesprochenen Low-Hanging Fruits tatsächlich auch mitnehmen, und dazu gehört einfach auch der Business Case, und das sieht man auf meiner letzten Folie. Wir haben nämlich eine Umfrage bei den Unternehmern auch einmal gemacht, Pro und Contra LNG, und hier hat sich ganz klar gezeigt, dass natürlich die Mautbefreiung, dass natürlich das Förderprogramm und das von Herrn Plass auch bereits angesprochene umweltfreundliche Image ganz, ganz entscheidend sind für die Entscheidung LNG respektive Bio-LNG. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Kosten, gravierend hohe Anschaffungskosten, das Tankstellennetz, was ebenfalls noch ausgebaut werden muss, ein Zusatzaufwand, was die Wartungsintervalle angeht, und
eine große Unbekannte, was den Wiederverkaufswert angeht. Und all das müssen die Unternehmer einpreisen in ihrer Kalkulation. Deshalb ist es immer leicht gesagt, dass man ja ohnehin schon viel für LNG politischerseits tut, was die Förderung angeht, was die Mautbefreiung angeht. Man verkennt aber auf der anderen Seite, dass ein Unternehmer immer gut rechnen muss, ob sich das Fahrzeug tatsächlich auch für seinen individuellen Einzelfall lohnt. Und er muss eben über den Tag hinaus zum Beispiel auch an den Wiederverkaufswert denken. Also insofern sind das ein paar Punkte, die die Diskussion hier anregen sollen. Und damit will ich es auch bewenden lassen und freue mich auf diese Diskussion. Dankeschön. Ja, Pawlowski, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen, knackigen Beitrag, der, glaube ich, die Herausforderungen und natürlich auch die Realität, mit der wir heute im Speditionsgewerbe konfrontiert sind, sehr plastisch dargestellt hat. Sie haben sehr viele Informationen mit im Gepäck gehabt. Wenn es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu schnell ging, seien Sie vergewissert, die Folien werden wir Ihnen im Anschluss natürlich bereitstellen. Und auch wir als Referenten stehen natürlich auch gerne zur Verfügung. Nicht nur jetzt gerne, wie gesagt, in Form von Fragen, die Sie im Chat stellen können, sondern auch danach stehen wir als Verbände sicherlich an Ihrer Seite und für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, die Herausforderungen sind dargestellt worden. Wir haben gesehen, dass wir auf der anderen Seite auch hier eine Lösung haben, die als niedrig hängende Frucht, hat Herr Pawlowski sie genannt, auch geerntet werden kann. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Neben den Vorteilen auf der Schadstoff- und CO2-Seite haben wir mit LNG natürlich auch noch den Vorteil, dass wir die Lärmbelastung, und das ist etwas, was die Bürger natürlich gerade auch in den städtischen Regionen sehr stark beschäftigt, um die Hälfte reduzieren, weil einfach ein LNG-Lkw spürbar leiser ist als ein Diesel-Lkw. Das sind Punkte, die wir natürlich gerne jetzt in die politische Diskussion hineintragen möchten. Ich darf Ihnen nun unsere drei Diskutanten vorstellen. Wir haben die Ehre und das Vergnügen, drei Abgeordnete gewinnen zu können für unsere Veranstaltung. Ich darf Ihnen zuvorderst Herrn Arno Klare vorstellen. Er ist direkt gewählter Abgeordneter für die SPD aus dem Wahlkreis Mülheim und Essen. Er ist Mitglied im Verkehrsausschuss, hat die Fragen rund um alternative Antriebe und Treibstoffe in dieser Legislaturperiode sehr aktiv auch mitgestaltet. Und sofern Wikipedia an der Stelle auch richtig ist, Herr Klare, Sie haben als Student auch als Lkw-Fahrer gejobbt und haben damit durchaus, glaube ich, auch eine gewisse, wie es so schön heißt, Street Credibility, was dieses Thema anbetrifft. Oliver Luksic ist Landesvorsitzender der SPD Saar und Mitglied im Bundesvorstand seiner Partei, und er ist vor allen Dingen Sprecher seiner Bundestagsfraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und auch an der Stelle, auch wenn dort Wikipedia nicht gelogen hat, er ist Torschützenkönig im FC Bundestag. Stimmt das, Herr Luksic? Ist so, ja. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch Stefan Gelper vorstellen. Er kommt von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Berliner und Obmann des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und ist seit dem Oktober 2020 auch der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Ich höre hier gerade aus der Regie, Herr Gelper hat technische Probleme. Wir versuchen gerade noch, ihn hineinzuholen. Aber dann ist er schon mal auch angekündigt. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, ihn tatsächlich hier in diese Veranstaltung mit hineinzubekommen. Wir haben uns verabredet, dass die Abgeordneten uns zu Beginn erstmal ein kurzes Impulsstatement geben, zwei, drei Minuten, sodass wir für die Diskussion hier eine gute Absprungbasis haben. Und an der Stelle darf ich dann Sie, Herr Klare, um Ihren Impuls bitten. Also vielen Dank erst einmal für die nette Begrüßung. Ich bin in der Tat mal Lkw gefahren, allerdings nicht professionell sozusagen als Hauptberuf, sondern als Studierender. Habe ich nebenbei, weil ich einen Lkw-Schein hatte, also auch die Großen gefahren. Mein Lkw damals, das war schon ein bisschen länger her, ich bin jetzt 69, können Sie sich vorstellen, brauchte, wenn ich nach Genua fuhr, so um die 50 Liter auf 100 Kilometer. Wo sind wir heute? Bei ungefähr 30. Das sieht man sieht, da ist schon einiges passiert. Ne? Selbst bei denen, also was die Effizienz angeht, das ist klar, weil das ist TCO-getrieben. Und da müssen wir die Fahrzeuge besser machen. So, erster Punkt, wir brauchen Klimaneutralität, haben uns darauf verständigt, 2045.
ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Zweiter Punkt, im Verkehr heißt das, wir müssen nicht, wie gerade Herr Pawlowski gesagt hat, nur in Anführungsstrichen die 42% Minus haben, sondern wir müssen fast halbieren gegenüber 2019, da waren wir bei 163,5 Millionen Tonnen, wir müssen auf 82 rund. Und das ist ein unglaublicher, ja, eine richtige Hürde, die wir da nehmen müssen. Latte liegt also sehr hoch. Das werden wir nur erreichen, dritter Punkt, mit einem Antriebsmix. Wir werden sicherlich Stromdirektfahrzeuge auch im Nutzfahrzeugbereich sehen, auf der Kurzstrecke und auch bei den leichteren LKWs gibt es das schon. Wir werden H2 sehen, da bin ich auch ganz sicher, entweder direkt im Motor verbrannt oder als Fuel-Cell-Treibstoff. Und wir brauchen natürlich auch ganz, ganz wichtig, was gerade auch gesagt worden ist, weiterhin biogenes CH4, das ich für einen der wichtigsten Stoffe halte, die wir im Moment ja unmittelbar verfügbar haben können. Und wir müssen, vierter Punkt, die Regulierung dementsprechend natürlich ausgestalten. Da ist ja gerade schon einiges gesagt worden, Mautbefreiung. Wir debattieren auf europäischer Ebene soeben darüber, eine CO2-Preiskomponente in die Maut hineinzubekommen. Und nach dieser würde sich ja dann diese CO2-Komponente deutlich günstiger darstellen für alle, die ein Fahrzeug fahren, das mit Bio-LNG oder CNG unterwegs ist, weil eben das nach dem CO2-Gehalt dann bemessen wird. Soweit erstmal zu meinen ersten Worten. Danke, Herr Klare. Dann darf ich überleiten zu Herrn Luksic. Wie ist Ihre Position? Ja, Herr Kehler, Herr Blass, Herr Pawlowski, lieber Kollege Klare, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die Einladung und für die Gelegenheit zur Diskussion. Die Herausforderung wurde, glaube ich, klar umrissen. Und all das, was bisher unternommen wurde im gesamten Verkehrsbereich, also E-Mobilität, Stärkung der Schiene, CO2-Bepreisung, hat ja den Bereich Schwerlastverkehr entweder nicht tangiert oder eben einseitig verteuert, was den nationalen CO2-Preis angeht. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir hier europäisch rangehen müssen, damit es hier auch faire Wettbewerbsbedingungen, keine einseitigen Belastungen der deutschen Spediteure gibt. Ich teile das, was eben gesagt wurde vom Kollegen Klare. Ich glaube, wir werden hier einen Markt erleben, der unterschiedlich sein wird. Es gibt ja einige in der Industrie und auch gerade auf der Umweltseite, die sehr stark darauf setzen, alles zu elektrifizieren. Ich glaube, das ist gerade auf der langen Distanz im Schwerlastbereich kein kluger Weg. Im Lieferverkehr, im Nahverkehr wird batterieelektrischer Antrieb mit Sicherheit eine große Rolle spielen, aber hat eben seine Limitation, was die längere Strecke angeht, wo meines Erachtens Wasserstoff mittel- bis langfristig eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Aber auf dem Weg dahin, und das ist eben das Entscheidende, wird es ohne Erdgas und vor allem Bio-LNG nicht funktionieren, weil das das einzige Instrument ist, was uns jetzt sofort ja schon Einsparungen bringt. Das wurde eben in den Präsentationen auch zu Recht dargestellt. Gerade beim Thema Erdgas hat sich ja die Menge mehr als verdreifacht. Und Bio-LNG ist ja die einzige Möglichkeit, heute schon sehr CO2-arm bis quasi CO2-frei zu fahren. Und das darf man, glaube ich, in der ganzen Diskussion auf gar keinen Fall ausblenden. Ich glaube, was besonders wichtig ist, dass wir jetzt Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. Wir hatten ja in dieser Wahlperiode auch die Frage, wie sieht es aus mit der Ausnahme beim Thema in Sachen Maut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um eben hier Planungssicherheit zu schaffen. Und was wir vor allem brauchen, das wird die Aufgabe sein, ab dem Herbst für eine neue Bundesregierung ist, technologieoffene Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Ich möchte nicht, dass die Politik auf einen bestimmten Antrieb setzt, sondern dass wir den Ingenieuren und den Kunden überlassen, welcher Antrieb sich am Markt wie durchsetzt. Ich glaube auch, es wird dann zu einem Flottenmix kommen. Wir haben derzeit vor allem die Flottengrenzwerte als zentrales Steuerungsinstrument. Ich halte es für sinnvoller, europäisch auf den Emissionshandel den auszuweiten, auch auf den Verkehrssektor. Sollte das nicht gelingen, sollten wir hier aber über die Anrechenbarkeit reden. Und das Zweite ist natürlich auf der nationalen Ebene die
Mautbefreiung für CO2-arme und CO2-neutrale Lkw, die muss meines Erachtens dringend her, damit wir da ein vernünftiges Level Playing Field haben. Das mal soweit als Einleitung. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Wir haben, Herr Klare, ja gerade vor kurzem die Verabschiedung der RED II auch gesehen, beziehungsweise die Umsetzung für Deutschland. Was heißt das für unser Geschäft? Was wurde da im Bundestag von der Regierung jetzt so auf den letzten Metern noch entschieden? Ja gut, auf den letzten Metern, es wird trotzdem entschieden, ne? Also auf den letzten Metern oder nicht. So, wir arbeiten ja bis zum letzten Tag. Das geht natürlich für Herrn Luxisch in der Oppositionsrolle momentan ja auch. Das machen wir auch in einem Zusammenspiel, das sogar vernünftig ist. Also wir haben erstmal entschieden, dass wir die THG-Quote deutlich nach oben setzen, auf diese 25%. Da war am Anfang ein etwas zögerlicherer Wert als der, den wir nachher da stehen hatten. Das war ja erstaunlich niedrig. Das war erstaunlich niedrig, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man dann die Anrechnungsfaktoren noch sah, ne, von 4 für Strom und die gar nicht Anrechnungsfaktor 1 für Wasserstoff und die Derivate desselben, dann wäre das wahrscheinlich noch nicht mal bei diesen geforderten 14% geblieben. Das haben wir deutlich nach oben gesetzt. Und wir haben auch natürlich bedacht, dass also Biofuels da hineinkommen, hineingerechnet werden, wenngleich ich mir da auch wichtigere Schritte erhofft hätte, die noch höhere Werte bedeutet hätten. Und gleichwohl werden natürlich Biokraftstoffe in der Zukunft eine Rolle spielen. Und hier reden wir vor allen Dingen natürlich über diese Kraftstoffe der sogenannten zweiten Generation. Sprich über die nicht mehr diese leidige, aus meiner Sicht völlig falsche, aber trotzdem leidige Tankteller-Diskussion aufrufen, die in Deutschland ohnehin bei der genutzten Fläche so keine Rolle spielt eigentlich, aber weltweit eventuell schon, sondern wir reden über Rest- und Abfallstoffe und über Stroh, über Gülle etc. Und das ist dann etwas, was, glaube ich, aus meines Erachtens hochinteressant ist, vor allen Dingen für die knapp 8.500, so viele Biogasanlagen gibt es in Deutschland. Und da ist gerade schon mal erwähnt worden, ich weiß gar nicht genau von wem, ich glaube, Sie waren es, die aus der Förderung fallen nach den 20 Jahren und für die man natürlich jetzt eine auch ökonomische Perspektive braucht. Umso wichtiger wäre es, wenn da eben der Stoff entstünde, mit dem LKWs und Busse und andere Fahrzeuge unterwegs sein können. So, und das ist natürlich, oder der Grundstoff zumindest gebildet wird. Und das ist sicherlich eine Perspektive, über die zu reden sein wird. Auch ich halte am Ende es für kaum machbar, dass auf langer Strecke, also Long Haul, was ich früher gefahren bin, dass man das mit Elektronen alleine macht, also mit Batterien. Es sei denn, man fährt halt Styropor oder sowas, was also relativ leicht ist, aber wenn mich Stahlträger fahre, habe ich schon eine Zuladung, wenn ich da viele Batterien mit mir herumtragen muss. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir dort Moleküle brauchen. Und ein Teil dieser Moleküle wird sicherlich biogenen Ursprungs sein. Und das wird meine Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, des nächsten Deutschen Bundestages, dem ich nicht mehr angehöre, weil ich mich entschieden habe, nicht mehr zu kandidieren. Aber ich glaube, die Aufgaben sind gestellt und das, was die NPM, also die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, dort aufgeschrieben hat, das muss auch Richtschnur des politischen Handelns sein. Vielen Dank, Herr Klare. Ich höre, dass Herr Gelper sich zwischenzeitlich einwählen konnte, dass wir ihn zumindest hören können. Stimmt das, Herr Gelper? Ich hoffe. Ja, wunderbar, großartig. Ja, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir die Gelegenheit haben. Ich durfte Sie bereits auch schon ankündigen und einführen. Oh, das ist nett. Wir hatten uns verabredet in dieser Runde, dass wir mal beginnen mit einem kurzen Statement. Die Herren Klare und Luxic hatten die Gelegenheit bereits. Von daher, Gelper, wie ist Ihre Einstellung zu der Frage, wie kriegen wir den Lkw-Nutzverkehr tatsächlich in Richtung Klimaneutralität entwickelt? Welche Rolle kann Bio-LNG da spielen? Herr Klare hat es ja gerade auch schon ein Stück weit angerissen. Wie wird da möglicherweise auch das Wechselspiel sein zwischen Elektronen und Molekülen auf der anderen Seite? Die Elektronen und Molekülen, oh Gott, die sind ja sehr meta.
Ja, vielen Dank. Sorry, dass das hier technisch nicht so funktioniert hat, wie ich mir das hätte selber vorgestellt. Wir haben da anscheinend beim Thema digitale Infrastruktur auch noch einige Aufgaben zu erledigen, aber das ist ja heute nicht das Thema. Ich habe jetzt nicht reinhören können, weil da gab es die technischen Probleme, deswegen bitte ich, Doppelung zu entschuldigen, werde es deswegen auch ganz knapp halten. Also ich finde es gut, wenn ich es richtig wahrnehme, dass uns das Ziel Emissionsfreiheit eint. Wie man das hier hinkommt, das ist genau die spannende Frage. Ich habe von Herrn Klare gerade noch mitgehört, dass Rest- und Abfallstoffe beim Thema Bio-LNG da der wesentliche Punkt sind. Das würde ich so unterschreiben. Wenn man sonst nämlich quasi die Vermeisung da wieder als das große Thema sieht, es hilft der Branche, glaube ich, nicht, weil das automatisch andere Kämpfe aufmacht. Das Uber hat es ja auch mal gerechnet, wie viel günstiger ist jetzt eigentlich ein LKW LNG-betrieben gegenüber ein Diesel-LKW, und das ist ja noch, also ne, da ist jetzt nicht nur Segen drauf, wenn ich das mal so salopp zusammenfassen kann. Wie weit die Batterieelektrik sich auch im LKW-Bereich auch auf der Langstrecke durchsetzt, das ist jetzt die spannende Frage. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Vertrauen haben in die Ingenieurskunst der Branche, gerade hier in der Bundesrepublik. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Ich habe mal Gespräche mit diversen Motorherstellern geführt. Gerade die LKW-Hersteller sehen ja da auch für den LKW-Bereich da die Batterieelektrik deutlich hoffnungsvoller als noch vor ein paar Jahren. Also gerade Daimler, MAN und so. Und wenn jetzt sogar beim Flugzeugbereich ist jetzt jenseits des Themas, geht man ja für die Urban Air Mobility und sogar für Regionalflüge inzwischen davon aus, dass man das mit Batterieelektrik herstellen kann. Das fand ich persönlich einen sehr krassen Schritt und also einen sehr krassen gedanklichen Sprung, dass das möglich sein soll. Und das macht natürlich auch dann das Thema LKW wieder eine Runde stärker auf. Wir werden sehen, ja. Da bin ich ganz klar, wir haben als Grüne kein Enddatum jetzt für den Lkw-Bereich gesagt, so wie für den Pkw-Bereich, wo wir sagen, ab 2030 sollten da bloß noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Wir sehen, dass es beim Lkw ein Stück komplizierter ist und dass wir das zusammen mit der Branche dann in die Richtung Emissionsfreiheit entwickeln müssen. Ich glaube, da sind auch ganz, ganz viele Unternehmen, Spediteure, eigentlich alle auf dem Weg, da auch mitzumachen. Vielleicht in der Kürze, weil ich will wirklich nichts wiederholen, was schon gesagt wurde. Herr Gelbhaar, Sie setzen sich ja auch als Partei für ein sehr ambitioniertes Klimaschutzziel ein, für durchaus auch eine Rolle Deutschlands, die einer gewissen Vorreiterfunktion entspricht. Gleichzeitig haben wir natürlich die Herausforderung, im Straßengüterverkehr trägt jeder zweite Lkw, grob gesprochen, ein ausländisches Kennzeichen. Wir haben also hier eine sehr internationale Vernetzung. Wie weit kann Deutschland da tatsächlich wirklich als Vorreiter einen eigenen Weg wählen, der möglicherweise dann auch von anderen europäischen Mitgliedstaaten aufgegriffen wird? Oder inwieweit müssen wir uns durchaus da einem, ich sag's mal salopp, einem europäischen Mainstream dann auch beugen? Wo ist da das richtige Maß an Ambition und Adaption an die europäische Mitte? Eine ganz ausgezeichnete Frage. Ich sage mal so, alle europäischen Staaten haben Paris unterschrieben und müssen alle ihre Wege finden, um da die CO2-Emissionen eben entsprechend zu reduzieren. Deswegen kann man sicherlich auch als Bundesrepublik nach links und rechts schauen, um da sich Sachen abzuschauen. Aber ich sage mal so, die Hersteller, die sitzen natürlich hauptsächlich bei uns und deswegen sind wir da schon der Leitmarkt, was Mobilität auch im Straßengüterverkehr angeht. Und irgendwer hat es gesagt, unterschiedliche Einsatzbereiche führen zu unterschiedlichen Konzeptionen. Ich glaube, wenn wir an den Flughäfen, an den Schifffahrtshäfen da mit meinetwegen Oberleitungs-LKWs da den Punkt machen, ja, weil das spezifische Einsatzbereiche meinetwegen sind. Wenn wir in den Forschungsbereich massiv reingehen und eben das Thema Wasserstoff, Batterieelektrik da ausforschen, damit wir das eben dann straßentauglich bekommen. Und wenn wir für die Übergangszeit mit den Reststoffen, mit den Abfallstoffen im LNG-Bereich da eben arbeiten, dann glaube ich, haben wir das getan, was Stand jetzt tubar ist. So, CO2-Preis europaweit. Ja, ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Allerdings einfach das Problem, wie wir da hinkommen. So, und da weiß Herr Luxwitz genauso wie ich es weiß, dass es dort in anderen
Bundesländern wäre schön, in anderen Ländern sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt und dass man deswegen große Schwierigkeiten haben wird, da den Punkt zu machen. Und deswegen kommen wir nicht umhin, hier da in Deutschland eben auch unsere Arbeit entlang des Klimaschutzabkommens, was eben Rechtslage ist, zu tun. Herr Klar, Sie haben die Hand gehoben. Ja, ich wollte noch was sagen zu den, batterieelektrischen Fahrzeugen auf der Langstrecke. Ich habe gerade mal gegoogelt, hier im Hintergrund habe ich noch einen anderen Rechner stehen. Und da habe ich festgestellt, von den rund 22.000 Ladesäulen, die im Moment in Deutschland gelistet sind, sind gerade mal 25 Lkw-tauglich. 25. So, und das ist also nichts. Und wenn ich mal sehe, ich habe ein Elektrofahrzeug, batterieelektrisches Fahrzeug, wenn ich an die Säulen, jetzt kann ich ja die Marke ruhig nennen, von Ionity fahre, dann kann ich zwar die 350 kW, die das Ding kann, nicht laden, weil mein Auto nur knapp 120 kann. Aber so ein LKW braucht mehr als 500 kW. Mehr. Am besten 800, 900 kW. Und wenn ich mir dann so einen Parkplatz angucke, da wo ich immer lade, in Haldersleben, auf der Strecke Berlin und so, also das ist in der Nähe von Magdeburg, da stehen, das ist nicht die Autobahn direkt, sondern ist so ein Kilometer weg, da stehen 300 LKW, weil die da Pause machen. Wie sieht das Kraftwerk aus, was ich daneben stellen muss? Also kein Mensch macht sich Gedanken darüber, dass ich ein komplettes Stromnetz verlegen muss, längs der Autobahn und der Bundesfernstraßen, wenn LKWs batterieelektrisch auf lange Strecke unterwegs sein sollen. Und zwar wirklich in einem großen Maßstab. Da kann ich besser noch ein Fahrdraht über die rechte Spur hängen. Das ist preiswert. Weil ich da auch nicht so richtig von begeistert bin, ja, weil das auch riesige Investitionen nach sich zieht. Also ich glaube schon, dass wir die Alternativen brauchen mit flüssigem Treibstoff, mit, also deshalb mein Plädoyer ja auch für LNG und für Bio-LNG. Ich glaube, ohne das kommen wir nicht aus, wenn wir die Klimaziele, die Herr Gelper ja gerade genannt hat, die ja auch für mich gelten und für alle gelten, verbindlich sind. Wenn wir auch nur in die Nähe dieser Ziele kommen wollen, brauchen wir Bio-LNG im Lkw-Verkehr. Bevor es zu Herrn Luksic kommt, noch eine kurze Zwischenfrage an den Herrn Plass. Ich habe verstanden, Ihr Unternehmen ist ja nicht nur im Bereich Straßengüterverkehr unterwegs, sondern Sie sind ja auch auf der Schiene unterwegs. Sie nutzen bereits Oberleitungen. Können Sie sich vorstellen, dass das Thema Oberleitung auch auf die Straße kommt? Ist das eine Perspektive für Sie? Ich kann es kurz machen. Oberleitungen gehören auf die Bahn. Das ist einfach so und nicht auf die Autobahn. Die Investitionen, die uns da, glaube ich, allen bevorstehen, ob die dann auch wirklich einen Nutzen haben, das bezweifle ich persönlich. Also wenn Sie einen Bahner fragen, wo das die Achillessehne ihrer Infrastruktur ist, dann wird ein Bahner Ihnen sagen, das ist unsere Oberleitung. Die ist sturmanfällig, die ist regenanfällig. Da ist immer irgendwas. Und dann ist Eisnebel in Bremerhaven und was denkt man, wenn wir, ja, Herr Gelper ist jetzt wieder an der richtigen Stelle, hallo. Ja, und wenn wir diese Erfahrung, die sollten wir einfach mit in unseren Bereich ziehen und dann sieht der Oberleitungs-LKW ganz anders aus. Dass der läuft, und das weiß ich auch von dem Kollegen hier in Lübeck, der damit fährt, der ist begeistert und der Fahrer, der da drauf sitzt, der ist noch begeisterter. Das ist ja auch alles eine interessante Technik, aber ich glaube nicht, dass es die Rettung ist. Also Sie wollten eine kurze Frage, kurze Antwort. Vielen Dank. Ja, Herr Gelper, wir sehen Sie jetzt auch. Das ist wunderbar. Ich komme jetzt aber erstmal zu Herrn Luksic und dann zu Herrn Pawlowski. Sie haben beide die Hand gehoben. Ja, ich möchte den Aspekt nochmal unterstreichen. Also wir sind auf der Schiene noch sehr weit davon entfernt, 100% unseres Schienennetzes elektrifiziert zu haben. Und das ist ja der Schritt, den man jetzt dringend machen sollte. Und ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Strecken, wo das überhaupt Sinn machen könnte, also feste Pendelverkehre, was weiß ich, Salzgitter zu VW zum Beispiel. Aber meines Erachtens ist es ein wirklich kostspieliger Irrtum, jetzt Teile der deutschen Autobahn zu elektrifizieren. Ich glaube, das ist das Geschäft der Bahn und das kann die auch viel besser machen. Ich möchte auch nochmal unterstreichen, was der Kollege Klare eben gesagt hat, was, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt ist. Wir sehen es ja jetzt schon bei den Ladesäulen für den Pkw, wie weit wir da hinterherhängen und welche Schwierigkeiten noch kommen. Und neben den, was die Netze angeht, geht es ja auch vor allem um die lokalen Verteilernetze, die man nochmal ganz anders auslegen muss
für solche Ladestationen, die eine ganz andere Leistungsfähigkeit haben müssen. Und wer den Zustand auf deutschen auf Autobahnparkplätzen kennt, weiß ja, dass es wir weit, weit davon entfernt sind, uns das auch nur vorstellen zu können, in den nächsten 5 bis 6 Jahren oder 10 Jahren auch, da flächendeckend Ladesäulen für Lkw hinzubekommen. Wir müssen das Thema ja auch europäisch denken und die meisten, uns werden ja sehr viele Routen europäisch gefahren, also es macht auch da gar keinen Sinn, nationale Alleingänge zu machen. Und das ist auch mein Kernpunkt, was den CO2-Preis angeht. Die Spediteure sind in einem harten Wettbewerb, da wird um jeden Cent genau gerechnet. Und deswegen habe ich auch nachgefragt, wie es denn mit der Kompensation für den nationalen CO2-Preis aussieht. Die ist ja bis heute noch nicht final geklärt. Und das ist ja genau das Problem. Alle beschweren sich in der Politik darüber, wenn wir am Schluss mehr ausländische Kennzeichen haben. Aber es wird eine Politik gemacht, die dazu immer mehr führt. Deswegen ist es, glaube ich, der falsche Ansatz, eine nationale Insellösung in solchen Klimafragen anzustreben. Herr Pawlowski. Ja, danke schön. Herr Luxus hat gerade schon meinen Punkt auch tatsächlich gebracht. Im Anschluss an das, was Herr Klare gesagt hat, wollte ich auch darauf hinweisen, wir haben in Deutschland einen Mangel an Parkplätzen, und zwar einen enormen für Lkw. Es fehlen roundabout 40.000 Stellplätze. Und wenn wir in dieser Situation darüber nachdenken, eine entsprechende Ladeinfrastruktur für den Fernverkehr aufzubauen, muss man sich schon gut überlegen, ob das die richtige Technologie ist und ob diese Investitionen sich am Ende lohnen, ob wir vielleicht erstmal Stück für Stück anfangen, im Nah- und Regionalbereich die Betriebshöfe zu elektrifizieren, beziehungsweise dort die Ladepunkte aufzubauen, damit die Fahrzeuge auch über Nacht geladen werden kann. Dann brauchen wir auch nicht unbedingt gleich 500 kW, ja klar, dann reichen auch ein bisschen weniger, weil dann haben die in der Nacht Zeit, geladen zu werden. Ja, so müssen wir uns Step für Step an diese Situation heranarbeiten. Und den zweiten Punkt, den Herr Luxus angesprochen hat, möchte ich auch nochmal wirklich unterstreichen. Die deutschen Transport- und Logistikunternehmen stehen in einem massiven Wettbewerbsdruck. Und keinem ist da mitgeholfen, mit nationalen Alleingängen einfach die Wettbewerbsanteile von deutschen Unternehmern ins Ausland zu verlagern. Denn da ist dem Klimaschutz natürlich nichts Gutes getan. Die Transporte werden hier trotzdem absolviert, ob jetzt mit deutschen Lkw oder mit ausländischen Lkw. Das heißt, wir müssen uns hier immer ein gutes wettbewerbsneutrales Instrument überlegen. Das wäre ein europäischer Emissionshandel. Oder wenn man es national unbedingt erstmal machen möchte, weil ich kann das gut nachvollziehen, dass man natürlich eine gewisse Vorreiterrolle auch einnehmen möchte, dann muss man sich ein nationales wettbewerbsneutrales Instrument suchen, wie zum Beispiel die Maut. Da möchte ich ja nochmal nachfragen. Das Thema nationale Instrumente ist ja durchaus ein zentrales und ist, glaube ich, auch wichtig, um diese spezielle Rolle, die Deutschland da einnehmen möchte, auch zu unterstreichen. Das BEAG, also der CO2-Preis, ist ja jetzt eingeführt seit Anfang des Jahres. Wir sehen das ja bereits in unseren Treibstoffrechnungen, in unseren Heizungsrechnungen. Wir haben gestartet mit 25 Euro. Das wird in den nächsten 5 Jahren auf 55 Euro steigen, mit der Perspektive, dass es noch weitergeht. Herr Pawlowski, welche Effekte hat das bei Ihren Mitgliedsunternehmen gehabt und was darf man davon erwarten letztendlich, welche Entwicklungen sich daraus ergeben? Auch vor dem Hintergrund, dass wir im Ausland eine solche CO2-Abgabe ja derzeit noch nicht sehen. Ja, wir haben gemeinsam mit dem DSFV und den anderen Transport- und Logistikverbänden eine Stellungnahme zum Brennstoffemissionshandel und zu dem auch zu der Carbon Leakage Verordnung vorgelegt. Und wir haben ganz klar gesagt, dass hier die Interessen der deutschen Transport-, Logistik- und Speditionswirtschaft in keiner Weise angemessen berücksichtigt werden. Insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind hier überhaupt nicht im Fokus. Und das ist schon sehr bedauerlich, dass man das quasi komplett negiert, trotz der vielfachen Hinweise, die wir da auch gegeben haben. Als Beispiel, wenn man sich das einfach mal in Zahlen vergegenwärtigt, für so einen kleinen mittelständischen Unternehmer, sagen wir mal, der hat 20 ziehende Lkw-Einheiten, pro Lkw bei einer Jahreslaufleistung von 100.000 Kilometer können Sie damit rechnen, dass der pro Lkw 2.000 Euro mehr Belastung hat, ohne einen Nutzen dazu zu bekommen. Ja, 2.000 Euro mehr Belastung pro Lkw, das hochgerechnet auf 20, gibt ja auch durchaus größere Unternehmen in unserem Bereich, gibt auch nicht wenige, die haben 100. Wenn Sie das hochrechnen, ist das richtig viel Geld, was dem Unternehmer zu Buche schlägt. Und er steht, wie gesagt, im Wettbewerb mit anderen, die diesen Beitrag nicht leisten müssen.
Und das ist einfach das, was nicht nachvollziehbar ist, wie wir diesen Wettbewerbsnachteil ausgleichen sollen. Denn er kommt on top auf ein ohnehin bereits sehr, sehr schwieriges Wettbewerbsverhältnis. Das diskutieren wir heute in der Runde hier nicht, aber viel anderorts haben wir das diskutiert. Das ist das große Thema des Sozialdumpings, des fairen Wettbewerbs- und Straßengüterverkehr im Allgemeinen, was die EU mit dem Mobilitätspaket angegangen ist. Ja? Und jetzt kommt on top einfach mal im nationalen Alleingang noch ein weiterer Aspekt obendrauf, der uns wirklich den Unternehmern ordentlich ins Kontor schlägt und die Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellt. Herr Gelper, das Thema CO2-Preis, wie gesagt, ist erstmal konzeptionell sicherlich der Weg, um Klimaschutz marktwirtschaftlich aufzulösen. Gleichzeitig führt das natürlich auch zu Effekten, wie Herr Pawlowski sie gerade geschildert hat. Ich kann schlichtweg im Ausland billiger tanken als hier in Deutschland aufgrund der Abgabe. Was können Sie sich vorstellen, wie man das auflöst? Das ist der eine Teil der Frage, vielleicht die zweite gleich hinterhergeschoben. Der Bund nimmt ja über diese Abgabe ja doch einiges an Mitteln ein. Idee ist ja, dass das wieder auch zurückgegeben wird an die Wirtschaft, an die Zahler letztendlich dieses CO2-Preises. Was können Sie sich vorstellen, wie die Einnahmen, die letztendlich generiert werden aus dem CO2-Preis, auch zurückgegeben werden an die Spediteure, die ja am Ende diese Gelder aufbringen müssen? So schön, wenn Technik funktioniert, Leute. Also erstmal, diese Frage wäre natürlich richtigerweise bei Herrn Klara abzuladen, weil da ist dieser Vorgang jetzt so eingeführt worden und offensichtlich ohne Kompensationsmechanismus. Wir wissen alle, wie schwierig es ist. Wie schwierig es ist, was zu kompensieren, wenn man quasi dann... Also wir haben ja alle bei der Mautgeschichte, bei der Pkw-Mautgeschichte gelernt, wie kompliziert es ist, aber wenn man da europarechtliche Regelungen so ein bisschen sich wegdenkt, dann kann man vom EuGH scheitern. Das heißt, jetzt irgendwie eine schlaue nationale Kompensation zu generieren, wird so einfach nicht werden. Das muss man sich, glaube ich, schon bewusst machen. Deswegen ist natürlich das Ziel, da ein Level Playing Field europäisch zu schaffen. Und für den Verbraucher, da ist diese Möglichkeit durchaus gegeben. Wir als Grüne sagen, da braucht es ein Energiegeld. So, das kann man bei Heizung und so weiter, da kann man das alles wunderbar durchbuchstabieren. Für den für den Wirtschaftsteil ist das eine Nummer komplizierter, weil wir haben dort ja nicht bloß den CO2-Preis, sondern es ist schon erwähnt worden, die Maut und so, und dass ich da was zu überlegen und das auszutarieren, dafür braucht man eigentlich Verkehrsministerium, um das mal schlau zu rechnen und rechtlich so zu untersetzen, dass es funktioniert. Es ist jetzt auch keine Raketenwirtschaft, Wirtschaft ist nochmal anderes. Ich bin sehr gespannt, was die Koalition sich dabei ausgedacht hat, als sie das in der Art und Weise eingeführt haben. Ja, da fragen wir doch gleich mal Herrn Klare als Mitglied der Regierungsparteien. Also mit einer gewissen Hilflosigkeit der Kollege Gelper sich einen schlanken Fuß gemacht. Es könnte sein, dass der nächste Bundesverkehrsminister ein Grüner ist. Und dann hat er die gleichen Probleme am Hals wie alle anderen auch. Ja, und weil sich die objektive Sachlage nicht ändert. Und wenn Sie natürlich in einer Carbon-Leakage-Verordnung, wenn das gerade Ihr Pepitum war, einer Carbon-Leakage-Verordnung sämtliche Belastungen kompensieren, dann brauchen Sie die Belastung gar nicht machen, weil dann hat sie nämlich keine steuernde Wirkung mehr. Ja? So. Das Problem ist in der Tat, da gebe ich Ihnen völlig recht, da hat der Pawlowski recht, ist der international operierende Lkw-Verkehr, genau wie der Luftverkehr. Ja, wenn ich zum Beispiel, was aber Herr Gelper ja sofort befürworten würde, wenn ich eine Kerosinsteuer mache, eine nationale, dann fliegt keiner mehr von München, sondern die fliegen alle vom Hub Istanbul oder von London Heathrow. Ja, habe ich fürs Klima nichts gewonnen, gar nichts. Das ist der gleiche Effekt wie beim Lkw-Verkehr. Herr Pawlowski, in dem Gespräch, was wir geführt haben, habe ich Ihnen das auch genau so gesagt. In der Tat war es dann in der Koalition so nicht durchsetzbar, wie meine Vorstellung es war. Nach wie vor bleibe ich aber individuell bei dieser Vorstellung, dass es ein Fehler ist, zu sagen, wir nehmen jetzt die Lkw-Verkehre einfach da rein und es müssen die deutschen Spediteure, die ihren Hof halt innerhalb der bundesrepublikanischen Grenzen haben und die in Deutschland tanken müssen, das so machen, während die aus, weiß ich, woher kommen, Polen, Bulgarien, Rumänien, mit dem 1.000-Liter-Tank, weil sich Kabotage Kilometer um Kilometer durch Deutschland fahren und woanders tanken. So.
Im Grunde geht das, und da hat der Lukschins recht, geht das nur auf europäischer Ebene, genau wie beim Luftverkehr. Oder aber man macht die Kompensation so, dass man sowas hat wie ein Gewerbediesel, was es schon mal gab. Ist ja nicht so, als ob es das noch nie gegeben hätte. Das kann man im Grunde relativ schadlos einführen. Und die Angst, dass dann irgendwie ein Pkw am Gewerbediesel Zapfsäule tankt, das macht er nur einmal. Ne? So, und dann, also, oder er versucht es nur einmal, dann ist es vorbei, dann macht er das nie mehr. So, und insofern müssen wir über solche Dinge nachdenken. Ich bin nicht dafür übrigens, dass wir im Verkehr einfach so den Emissionshandel einführen, also den EU-ETS, das System. Ich glaube nicht, dass das einfach, dass das folgenlos geht. Weil dann gibt es mit dieser doch enormen, mit den enorm hohen CO2-Vermeidungskosten im Verkehr, werden wir Zertifikatshandel erleben in der Größenordnung zwischen 70 und 80 Euro pro Tonne. Und dann fragen Sie mal die Kolleginnen und Kollegen in der Stahlbranche, in der Chemiebranche und woanders. Ja, dann, die werden sich dafür bedanken, dass wir den Preis in die Höhe getrieben haben, dass die beiden Systeme auseinandergehalten werden, hat auch was damit zu tun, dass die Grundstoffindustrie nicht über Gebühr belastet werden darf. Also Vorsicht mit diesen einfachen marktwirtschaftlichen Lösungen. Vorsicht. Immer systemisch zu Ende denken. Und zwar betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich zu Ende denken. Also davon halte ich nichts von der schlichten Übertragung. Es hört sich so einfach an, wie das Instrument, das alles erschlägt. Aber es erschlägt doch einiges. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So, also ich bin durchaus bereit und dafür, dass wir darüber nachdenken, eine Carbon Leakage Schutz für den internationalen Frachtverkehr und die Spedition hinzubekommen. Der Ausgleich, der also gegeben sein wird, wenn man eine CO2-Bepreisung in der Maut hat, führt ja im Grunde nicht dazu, weil das eine ja Add-on ist, dass es das sozusagen wieder ausgleicht. Dann hat man ja das Level Playing Field bei der Maut, weil das dann alle bezahlen. Aber wir müssen das in solchen Systemen müssen wir die CO2-Bepreisung unterbringen. Und würde immer noch bedeuten, dass wir die Trennung brauchen zwischen Pkw-Diesel und Gewerbediesel. Muss man immer noch machen. Ich bin dafür, dass man das tut. Wie gesagt, meine Fraktion ist mir da nicht gefolgt. Und die andere sagte unserer Koalition auch nicht. Also von daher war das etwas schwierig in den Verhandlungen. Und ich habe jetzt meine persönliche Meinung gesagt, jetzt nicht die der SPD-Bundestagsfraktion. Klar, ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich hier in den Chat schaue, sehe ich, dass unsere sehr lebendige Diskussion sich bereits auch im Chat fortsetzt. Das ist gut so. Und dazu möchte ich Sie an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich ermuntern und einladen. Also wenn Sie Fragen an unsere Referenten haben oder auch Meinungen äußern möchten, geben Sie die bitte in den Chat hinein oder heben die Hand. Wir holen Sie gerne hier auch in die Diskussion hinein. Zwei Sprecher habe ich hier bereits schon auf der Liste, die sich mit Wortmeldungen auch einbringen möchten. Herr Momberger von der Firma Shell ist zugeschaltet. Ich denke, er ist auch schon online. Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Herr Momberger, Sie sind ja als Shell sehr aktiv, nicht nur dabei, die Infrastruktur zu entwickeln, sondern vor allen Dingen auch den Treibstoff LNG weltweit aufzubauen, aber dann tatsächlich auch in Richtung Bio-LNG, in Richtung Klimaneutralität auszuentwickeln. Wie nehmen Sie die aktuelle Diskussion auf? Ja, sehr interessiert. Vielen Dank, Herr Dr. Kehler, dass wir hier beiwohnen können. Also ich glaube, es ist bekannt, Shell investiert Milliarden weltweit in nachhaltige Kraftstoffe. Und vor allem auch, und genauso will ich es betonen, vor allem auch in Deutschland, um da mal einen Blickwinkel der Industrie zu geben. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir einen abgesicherten Business Case für unsere Investitionen haben. Wenn wir über das Investitionsprogramm in Deutschland nachdenken, und das haben wir publik gemacht, wir werden in Deutschland 35 bis 40 Tankstellen, LNG-Tankstellen bauen, als Teil eines europäischen Netzwerkes und ein Verflüssiger, der mit einem Potenzial von 100.000 Tonnen in 2023 Biomethan dann produzieren wird. Das ist eine Investition und auch eine Technologie, die es so weltweit in dieser Dimension noch nicht gibt. Also das mal als ein klares Statement, wie wir den Standort Deutschland für den Transport sehen. Ich sagte vorher allerdings auch abgesicherter Business Case, also diese Amortisation, die wir hier in Netzwerkversorgung gehen,
brauchen Amortisationsläufe, Zeiträume, die gehen in die Dekaden. Ja? Also wir rechnen hier locker über 20, 25 Jahre. Das ist politisch sehr schwierig abzubilden, keine Frage. Aber ich sage mal, kurzfristige Veränderungen, wie zum Beispiel Treibhausgasquotenveränderungen und so weiter, sind natürlich nicht hilfreich, auch gerade für die Industrie, um diese Investitionen zu stemmen, die da entsprechend von uns kommen. Und ich denke, der wichtigste Punkt, der hier auch schon mehrfach angesprochen wurde, oder die beiden wichtigsten Punkte, ist einmal, die Vollkostenrechnung für das Transportgewerbe muss aufgehen, egal welche Technologie das ist. Und die Auftraggeber für Transportleistungen müssen gucken, dass sie CO2 als harte Währung wiedergespiegelt bekommen in Form von CO2-Reduzierung. An der Stelle kurze Nachfrage hier aus dem Chat auch. Wenn über Gas gesprochen wird, wird auch immer sofort das Thema Methanschlupf fast reflexartig aufgerufen. Wie reagieren Sie oder welche Position nehmen Sie dazu ein? Ja, also wir sehen uns alles immer well to wheel, wie wir sagen, an. Also von der Geburt bis zum Grab sozusagen. Das gilt natürlich auch für LNG wie alle anderen Kraftstoffe. Und da haben uns selber ein Ziel auferlegt, gerade für LNG, dass wir den Schlupf, den es definitiv geben kann, in der Wertschöpfungskette minimieren. Weltweit übrigens. Und wenn Sie sich das an den Tankstellen angucken, können Sie das auch selber sehen. Wir haben inzwischen 15 Tankstellen in Deutschland in Betrieb. Da finden Sie neben dem LNG-Tank auch einen kleineren Tank. Das ist ein Flüssig-Stickstoff-Tank. Der kühlt das LNG, das da drin ist, damit wir an der Tankstelle den Methanschlupf Richtung Null bringen. Dann komme ich nochmal zu einer anderen Frage, die hier auch im Chat aufgetaucht ist, die uns aus Brüssel erreicht. Jens Andersen, der Generalsekretär der NGVA, also dem Europäischen Gasfahrzeugeverband, er kümmert sich natürlich insbesondere um die europäische Regulatorik, stellt die Frage, welche Perspektive tatsächlich auch eine zukünftige Bundesregierung in Bezug auf die CO2-Flottenregulierung, die ja im nächsten Jahr auch in Brüssel neu sortiert werden soll. Wird da die von Herrn Momberger gerade angesprochene Well-to-Wheel-Betrachtung, also dass ich Treibstoffe von der gesamten Kette mir anschaue und dass ich nicht nur gucke, haben wir einen Auspuff oder nicht, kommt aus dem Fahrzeug hinten CO2 raus oder nicht, eine Rolle spielen wird. Wie ist, meine Herren Abgeordneten, wie ist Ihre Position zu diesem grundsätzlichen Ansatz, der ja sicherlich einen gewissen Systemwechsel auch erfordern würde, für die Politik in Brüssel? Wenn ich es gleich ganz kurz machen darf, in dem ersten... Genau, Herr Luksic, genau. Ja, absolut. Also gerade auch beim Pkw-Bereich ist das meines Erachtens genauso notwendig, einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Und das fehlt derzeit. Deswegen macht es keinen Sinn, nur vom Tank an den Auspuff sozusagen zu schauen. Deswegen brauchen wir dringend den Lebenszyklus, um eben auch die ganzen indirekten Kosten sehr viel besser abzubilden, was ja beim Thema Lkw noch eine besondere Rolle spielt. Wir haben ja gerade über die Infrastrukturvoraussetzungen gesprochen. Also ich glaube, im Moment ist eben das Problem, dass Deutschland auf der europäischen Ebene ja immer relativ langsam ist, weil einfach die Ressortabstimmung zwischen Wirtschaft, Verkehr und Umwelt da oft lange braucht. Und nach meiner Einschätzung Verkehr und Wirtschaft da ein bisschen realistischer ticken, aber das Ganze ja von Umwelt federführend gemacht wird, sodass Deutschland da leider nicht die entscheidende Rolle spielt in solchen Gesprächen, die es tun müsste. Also insofern von meiner Seite aus ein ganz dringender Ansatz, hier die Flottengrenzwerte vom Zyklus her ganz anders anzugehen, also die ganzheitliche Betrachtung und eben auch die Anrechenbarkeit dringend anzugehen, weil das derzeit eben sehr einseitig ausgelegt ist auf eine Förderung von batterieelektrischen Antrieben. Herr Gebhardt, die Regulation, die wir heute haben, ist ja wie gesagt Tank to Wheel, das heißt, es wird eigentlich nur geschaut, emittiert das Fahrzeug irgendetwas oder nicht. Was ja auch dazu führt, dass Wasserstofffahrzeuge, Elektrofahrzeuge, egal wie letztendlich der Treibstoff produziert wurde, heute in der Regulatorik mit 0 Gramm berücksichtigt werden. Bio-LNG, Lkw hingegen, die natürlich CO2 emittieren, was aber vorher aus der Umwelt, aus der Luft durch die Pflanzen aufgenommen wurde, also wir damit tatsächlich einen geschlossenen Kreislauf für CO2 auch haben, werden mit ihrer vollen CO2-Last berücksichtigt. Das heißt, wir sehen derzeit eine gewisse Ungleichbehandlung in der europäischen Regulatorik zugunsten letztendlich bestimmter Energieträger und zulasten Bio-LNG. Können Sie sich vorstellen, dass so etwas tatsächlich auch in einem zukünftigen Regierungsprogramm etwas anders aufgefasst werden kann?
Ich kann mir alles vorstellen. Das sollen wir einfach auch nicht wissen, wer in der künftigen Regierung so drin ist. Ich glaube, wir müssen nochmal zum Kern des Ganzen zurück. Wir machen das ja jetzt hier nicht, um irgendwie Wirtschaftspolitik zu spielen, sondern wir kombinieren ja hier Ökonomie und Ökologie, weil wir alle wissen, was ökologisch ansteht. Und das ist der Punkt. Und wer da den besten Weg hat, der möge ihn immer vorlegen. Wir werden den dann prüfen und folgen. Das ist die Ebene, auf der wir als Bündnisgrüne uns da unterhalten wollen. Wir sehen keinen Sinn darin, irgendwie Wirtschaftsteilnehmer da irgendwie besonders gut oder schlecht zu behandeln, so, sondern wir haben ein Ziel und ich glaube, das eint uns auch hier, so wie ich den Chat auch so wahrnehme, sehr stark. Und ich glaube, das ist der Punkt. So, dann vielleicht nochmal ins Konkrete. Das ist nicht mein Umweltbundesamt, was das durchgerechnet hat, wo man immer mit LNG und auch Bio-LNG hinkommt. So, die kommen halt dazu, dass ein moderner Diesel-LKW da nicht so sehr schlechter dasteht als ein LNG-Fahrzeug. Das nehme ich dann auch einfach erstmal so zur Kenntnis. Ich habe das ja nicht selber gegengerechnet, bin ich gar nicht in der Lage zu. So, das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt ist, ja, natürlich kann man dort die ganze Wertschöpfungskette, bis wir dann bei der Transportleistung sind, betrachten. So, und natürlich gehört da auch bei Bio-LNG noch ein paar mehr Punkte rein, als dass eine Pflanze irgendwie CO2 aufnimmt und Sauerstoff produziert, weil auch Bio-LNG muss transportiert, muss gelagert und so weiter werden. Das muss man dann auch alles mit betrachten. Also ganz, also wenn man es dann wirklich spitz, mit einer spitzen Feder rechnet, kommt man da, glaube ich, hat das Uber wahrscheinlich so falsch dann auch nicht gelegen. Ja, das will ich bloß mal ohne selber Frage stellen. Aber beim Strom haben wir ja genau dieselbe Diskussion. Da kann ich ja auch eine Vorkette aufmachen, die derzeit nicht berücksichtigt wird. Da sind wir mit 0 Gramm unterwegs. Das ist ja der zentrale Punkt, also dass wir wirklich, Sie haben es im Chat ja auch richtigerweise geschrieben, also wir sollten Nachhaltigkeitskriterien zugrunde legen. Beim Strom, wie gesagt, gehen wir definitorisch davon aus, dass es immer 0 Gramm CO2 sind. Gleichwohl, was vorne passiert. Das kann ja auch nicht richtig sein, oder? Wie gesagt, bei dem aktuellen Strommix in Deutschland kann man da sowieso nicht von ausgehen. Da ist noch ganz viel Kohle drin, da ist Atom drin, ist ein anderes Thema. So, und deswegen in der Tat gibt es da natürlich noch viel zu tun. Aber tatsächlich den Grünen jetzt mitzuteilen, dass die Energiewende noch nicht durchgelaufen ist, mit Verlaub, da unterschreibe ich. Und sie müssen bloß den Zettel hinlegen. Ja? So, wir haben natürlich massive Defizite. Es ist in den letzten anderthalb Jahrzehnten nicht das passiert, was hätte passieren müssen. Deswegen stehen wir jetzt vor einem Berg von Aufgaben. Sei es die Stromnetze, die da angepasst werden müssen, sei es die Stromproduktion, die da verändert werden muss, sei es, wenn man auf Wasserstoff will, die Infrastruktur hinzustellen, die eben auch noch nicht da ist, oder die Tankstellen, die richtigen, also jetzt die Stromtankstellen. Das ist alles nicht da, das ist, oder alles nicht in ausreichendem Maße da. Das wissen wir, deswegen sitzen wir auch zusammen in dieser Runde. Und da können wir uns dann natürlich nochmal mit dem Spitzenstift unterhalten darüber, ob wir bei Elektrostrom nochmal eine Differenzierung machen müssen, wo kommt der eigentlich her? Da bin ich ganz dabei. So. Aber das führt nicht zu dem Punkt, dass wir da dann den großen Schritt nach vorne machen. Der große Schritt von vorne liegt woanders. Herr Klare wird schon ganz unruhig. Auch an Sie, Herr Klare, die Frage, Well-to-Wheel oder Tank-to-Wheel? Also ich bin da relativ leidenschaftslos, aber ich bin für Well-to-Wheel. Und der wichtigste Punkt ist, dass man immer mit einem Maß misst. Ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt. Nicht, wenn es mir in Kram passt, nehme ich dann Tank-to-Wheel, wie bei Strom, also Battery-to-Wheel. Und wenn es mir nicht in Kram passt, weil ich das Zeug nicht haben will, nehme ich dann Well-to-Wheel. Also, das geht nicht. Also ich muss immer, wenn ich lauter bleiben will, methodologisch immer das gleiche Bezugssystem haben. So, und jetzt kommen die Zahlen. Damit kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen. 1 Liter Diesel inklusive der Vorkette liegt bei 3,08 Kilogramm CO2. Die Zahl ist Uber, haben die ausgerechnet. Jetzt rechne ich da meinen Strom um, also in Kilowattstunden um, damit man das nachher mit dem Strom vergleichen kann, sind 315 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist die CO2-Last bei Diesel. Wenn ich jetzt CNG habe, inklusive der Vorkette, inklusive des Slips, also des Schlupfes, der eingerechnet wird, bin ich bei 250 Gramm bei CNG, bei LNG muss ich Energie aufwenden, um auf die 162 Grad zu kommen, minus 162 Grad, bin ich bei 280 Gramm. Immer noch deutlich weniger als 315 bei dem Diesel. Ja, das ist inklusive aller Vorkette.
Strommix in Deutschland liegt im Moment bei 410, das ist der IPCC-Wert übrigens, also von den Gralshütern, von 410 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist der deutsche Strommix. 410 Gramm. Also fast das Doppelte von CNG. Und wenn ich, und da sind auch die Vorketten gerechnet. Da ist der Leitungsverlust gerechnet, zum Beispiel. Da ist aber noch nicht gerechnet, was ich ja jedes Mal, wenn ich an so einer Ionity-Säule hänge, sehen kann, dass es nämlich einen Ladeverlust gibt. Dass ich eine Rechnung bekomme von Ionity, aber noch lang nicht die Menge in meiner Batterie habe, die die mir in Rechnung gestellt haben. Und da gilt die physikalisch nicht überraschende Regel, je größer die Batterie, desto größer der Ladeverlust. Der geht bis zu 20%. Und das wird im Grunde immer so, das fällt alles unter den Tisch. Die europäische Regelung übrigens über die CO2-Regulierung ist völlig technologieneutral. Zero Emission ist alles unter 50 Gramm pro Kilometer CO2. Völlig egal, wie sie es erreichen. Da wird keine Technologie präferiert. Ist gerade gesagt worden, aber das stimmt einfach nicht. Kann ich den Artikel zitieren, steht ja hinter mir auf dem Bildschirm. Weil ich mich regelmäßig mit solchen Dingen befasse. Da gibt sich das große Problem. Das Problem fängt an, wenn ich sozusagen unterschiedliche Bezugssysteme immer nehme und in unterschiedliche Bezugssysteme rechne, wie es mir gerade in Kram passt. Deshalb bin ich dafür Well-to-Wheel-Betrachtung, weil dann alle diese Stoffe, über die wir hier reden, schneiden dann nämlich deutlich besser ab. Deutlich besser ab als jetzt. Wir machen noch eine kurze, die letzten Wortmeldungen nehmen wir noch auf und dann machen wir noch eine schnelle Abschlussrunde. Herr Plass zuerst und dann Herr Momberger, bitte. Erstmal möchte ich meinen Bedauern ausdrücken, Herr Klare, dass Sie nicht wieder antreten. Die SPD verliert einen der wenigen guten Leute, wenn ich das so sagen darf. Sie sind da so realistisch und so bezogen mit diesen Themen unterwegs. Überlegen Sie sich nochmal. Was das andere betrifft, kann ich das nur unterstreichen. Wir brauchen eine einheitliche Betrachtung, eine ganz einheitliche Betrachtung, nicht das eine ideologisch anders als das andere. Und dass Gas nun mal vielleicht auch aus Russland kommt, das darf da keine Rolle spielen. Es geht um unsere Umwelt, es geht um unser Klima. Und da sehe ich immer so diese ideologischen Hürden. Und die sehe ich auch heute bei den drei Beteiligten, obwohl wir heute eine sehr sachliche Diskussion führen. Ich kann mich auch an andere erinnern, die sind da nicht ganz so sachlich. Aber da kann ich nur plädieren, einheitlich, ideologiefrei. Und dann kommen wir auch der Sache näher. Und vergessen Sie nicht, ein Unternehmer guckt einerseits natürlich auch auf seine Brieftasche. Er muss ja auch seine Leute bezahlen. Aber irgendwo muss er auch mitgenommen werden. Und wenn diese Betrachtung, Herr Klare hat es eben nochmal gesagt, das ist teilweise widersinnig ist, was ich machen muss, nur um irgendeine Förderung zu kriegen oder um irgendwie CO2 nicht zu bezahlen muss. Aber ich weiß ganz genau, am Ende helfe ich der Umwelt damit nicht, sondern ich helfe nur einem System, was nicht richtig funktioniert. Dann ist das auf alle Fälle eine Betrachtung wert und da sollten wir immer dran denken. Und das auch nur als Botschaft an die drei Mitglieder des Bundestages. Versuchen Sie, die Menschen auch richtig mitzunehmen und nicht nur übers Geld und nicht nur über Druck, sondern eben auch, dass man versteht, was da läuft. Und das ist manchmal bei manchen Gesetzeslagen, geht mir das so ein bisschen ab oder geht mir völlig ab. Das hat auch die Diskussion heute wieder gezeigt, dass es ja durchaus realistische Hintergründe gibt, dass man das eine tut und das andere lässt. Aber das müsste auch irgendwie besser rübergebracht werden. Das also vielleicht nochmal von meiner Seite dazu. Vielen Dank. Herr Momberger. Vielen Dank. Ich wollte nochmal die Chance aufgreifen von LNG und insbesondere Biomethan. Denn, und auch das, was Herr Gelper vorher gesagt hatte, richtig ist, ne, der Vergleich Diesel zu LNG bringt eingeschränkte Vorteile, wenn wir über CO2 sprechen. Mit Biomethan sieht das ganz anders aus, ne, weil wir hier CO2-neutral werden können. Das heißt, für Deutschland, wir sprechen von ca. 200.000 LKWs, ne, die im Fernverkehr unterwegs sind. Die werden 40.000 davon werden jedes Jahr ersetzt. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren hätten wir die Möglichkeit, dieses Segment, das 40% der CO2-Emissionen im Verkehr ausmacht, in Richtung CO2-Neutralität zu entwickeln, und zwar jetzt und nicht vielleicht zum
nächsten Jahrzehntwechsel. Die Technologie wird auch kommen, die wird auch einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht auf übermorgen gucken und den übernächsten Schritt machen, sondern den Schritt, den wir heute machen können, mit 5.000 Autos, die dieses Jahr mit Sicherheit bestellt werden, LNG-Fahrzeugen, 1 Million Tonnen CO2 jetzt schon einzusparen. Und nebenbei, das ist auch ein dezentrales Energieversorgungsthema, weil das ist nationales Biogas, von dem wir reden, das im Bestfall aus einer der 8.000 Biogasanlagen kommen, die jetzt um einen neuen Business Case kämpfen, weil die EEG-Gesetzgebung für die Energieeinsparung wegfällt. Also hier auch ein Arbeitsplatzthema, dezentrale Energieversorgung, insofern eine Riesenchance, die wir jetzt nutzen sollten. Vielen Dank. Herr Momberger, danke für dieses, diesen starken Block nochmal für das Thema zu werben. Ich darf das auch tatsächlich gerne mitnehmen in unsere ganz kurze Abschlussrunde. Ich darf unsere Abgeordneten nochmal um ein Statement bitten. Und zwar werden wir ja nach der Bundestagswahl Koalitionsverhandlungen sehen. Der eine oder andere wird da möglicherweise mit am Tisch sitzen. Ich werde jetzt keine Spekulationen anregen, wer da mit wem verhandeln wird, aber die Möglichkeiten sind ja, Sie kennen die Prognosen, alle sehr offen und die Chance besteht ja für alle Beteiligten, dass sie entsprechende Positionen hier auch mit einbringen dürfen. Von daher würde mich tatsächlich interessieren, was wird bei Ihnen auf dem Zettel stehen, womit werden Sie in die Verhandlungen hineingehen, um gegebenenfalls das Thema Bio-LNG im Güterverkehr voranzubringen? Oder wird vielleicht nichts dazu auf dem Zettel stehen? Das dürfte ja oder kann ja durchaus auch eine Option sein. Ich darf an der Stelle anfangen mit Herrn Gelper, dann zu Herrn Luksic und abschließend Herrn Klare, bitte. Also vielleicht auch noch gleich zur Frage, aber noch zwei Sachen vorneweg zu den letzten Äußerungen. Also ich finde es ein bisschen komisch, den Strommix, den aktuellen Strommix zum Vergleich zu nehmen. Ne? Da, weil das Versagen beim Thema Energiewende dann in Anschlag zu bringen, zu sagen, die anderen Antriebe sind aber irgendwie sauberer, finde ich schwierig als Argumentationslinie. Vielleicht das vorneweg. Dann Biomethan. Schauen, ob die Mengen reichen, würde ich da mal ganz klar etablieren, was wir da an Reststoffen, an Abfallstoffen, an Gülle und so weiter verwenden können, wie viel das dann bringt, wie viel wir brauchen, das durchrechnen, wie weit uns das bringt. Weil ich glaube, da müssen wir dann ganz sachlich werden und ideologiefrei. Es hilft uns ja nicht, jetzt alles auf Biomethan zu schauen, wenn dann die Mengen, weil auch die Industrie braucht Biomethan und, dass das dann passt. So, dann ansonsten ist das natürlich als Zwischenlösung denkbar. Gerade mit dem Hintergrund, wie viele LKWs da pro Jahr eben dann in der Tat ausgetauscht werden. So, letzter Punkt. Wie gesagt, es geht darum, emissionsfrei zu werden, das möglichst schnell, aber eben wirtschaftlich vertretbar hinzubekommen. Wir haben viel Zeit verloren, das wissen wir alle. Deswegen werden wir jetzt umso größere Kraftanstrengungen unternehmen müssen. Da sehe ich uns noch nicht auf der Siegerstraße, dass wir da hinkommen. Und das ist, weil wir einfach zu viele Weichen zu stellen haben. Und deswegen, wenn wir die ganze Verkehrssituation betrachten, da eben nicht nur Lkw, sondern auch Pkw, auch Flugverkehr, auch die Schiene, die ja auch noch nicht zu 100% elektrisch ist, sondern sind wir bei 61%. Wenn wir das alles betrachten, werden wir für Biogas-Verwendungsmöglichkeiten zumindest in der Zwischenperspektive haben. Wir werden E-Fuels brauchen für den Flugbetrieb. Wir werden den elektrischen Strom brauchen für alles, was Pkw ist. Und in dieser Sache, da das Optimum zu finden, um voranzugehen, das ist das Ziel. Und um nichts anderes kann es gehen. Danke, Herr Gelper. Herr Luksic, bitte. Ja, ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass wir vor allem Realismus und Pragmatismus brauchen. Wir haben es ja erlebt beim Thema nationaler CO2-Preis. Der wurde eingeführt, ohne zu wissen, wie die Kompensation laufen soll. Und das ist ja bis heute der Bundesregierung klar, die das im Bundesrat zusammen mit den Grünen so beschlossen hat. Ich glaube, wir müssen auf der europäischen Ebene dafür sorgen, dass es einen fairen Wettbewerb gibt, weil wir hier im Straßengüterverkehr in einem europäischen Binnenmarkt sind. Das ist ganz wichtig und notwendig und brauchen eben technologieoffene Lösungen. Ich glaube, am Ende des Tages wird es im Markt unterschiedliche Antriebe der Zukunft geben, auf den kürzeren, auf den längeren Strecken. Und das Ganze muss so umgesetzt werden, dass die deutsche Logistik
dabei Planungssicherheit hat, ohne mit nationalen Sonderlösungen einseitig belastet zu werden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir im Herbst stehen werden. Danke, Herr Luksic. Ja, Herr Klar, Sie hatten das ja schon angedeutet. Sie haben bereits schon einen Zettel im Schreibtisch liegen. Sie haben ja bereits auch bekannt gegeben, Sie werden nicht mehr antreten. Das muss ich persönlich sagen, auch bedauern wir sehr, weil Sie ja wirklich mit sehr viel Sachverstand, mit sehr viel Klarheit und man hat es, glaube ich, heute in der Diskussion auch gemerkt, mit sehr viel Nähe letztendlich zu den Betroffenen auch agieren und argumentieren. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, was steht denn auf dem Zettel, den Sie möglicherweise einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin weiterreichen möchten? Naja, den Zettel behalte ich mal jetzt für mich, aber ich lasse ihn mal so einmal über die Schulter gucken. Also was da draufsteht, ist auf jeden Fall, das hat der Luksic gerade schon gesagt, Technologieoffenheit. Auch weiterhin bewahren. Zweiter Punkt, was mir ganz wichtig ist, ist aber gerade schon deutlich geworden, keine nationalen Alleingänge bei internationalem Geschäft. Das ist nicht gut, weil das, und dann muss man natürlich, wenn man das macht, muss man sowas haben wie wirklich wirkungsvolle und Level Playing Field schaffende Carbon Leakage Regelungen. So, das brauchen wir unbedingt. So, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist auch noch, dass wir politische Lösungen finden müssen. Und was meine ich damit? Also im Moment erleben wir ja in der Klimafrage eine Verrechtlichung. Also Herr Momberger wird ja morgen nach Den Haag schauen, was dort in dem Prozess in der Klage gegen Shell passieren wird. Wenn die durchgeht, muss sich die Shell um die Reduktion von 45% CO2 bis 2030 bemühen. Das Ende des Unternehmens übrigens. Ja, das heißt von größerer Tragweite als der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts übrigens. Das müssen wir uns klar machen. Dann gucken wir morgen mal alle schön nach Den Haag, was da entschieden wird. In erster Instanz noch kein Ende. Also wir müssen politische Lösungen finden, im politischen Raum und nicht vor Gerichten. Und ich bin jetzt relativ sicher, wenn Oliver Luksic und Stefan Gelper und ich die Koalitionsverhandlungen führen könnten, würden wir auch länger als eine Woche wahrscheinlich brauchen, aber wir würden uns einigen. Und zwar in dem Sinne, dass wir eine pragmatische Lösung haben. Aber genau das müssen wir hinbekommen. Und ich sehe im Moment ganz, ganz viele Ideologismen, die unterwegs sind und sozusagen Maximalpositionen, die vertreten werden, jetzt nicht bei den drei hier im Moment Beteiligten im Call. Ich glaube, da müssen wir von runter. Herr Klar, ganz herzlichen Dank. Und ich denke, das rundet auch dieses sehr facettenreiche und durchaus sehr, sehr sachkundig geführte Gespräche auch ab. Wir haben unterschiedliche Positionen kennengelernt, die uns wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate auch intensiv begleiten werden. Und das, muss ich persönlich sagen, ist ja auch das Spannende an Politik, dass man ringt, dass man verschiedene Positionen tatsächlich auch in Abwägung bringt, aber am Ende dann tatsächlich auch einen guten Konsens findet, der die Ziele, die wir uns gesteckt haben und gleichzeitig auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten dann übereinander bringen kann. Das muss zumindest das Ziel der nächsten Regierung sein. Ich denke, wir haben es heute verstanden, die Notwendigkeiten, aber vor allem auch die Potenziale, die in diesem Sektor bestehen, darzulegen, die Randbedingungen für die deutschen Spediteure auch zu vermitteln und gleichzeitig aber auch schon eine Lösung auch anzubieten, wie man gerade kurzfristig das CO2-Budget entlasten kann, um in Richtung der ambitionierten Klimaziele zu kommen. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch mit der Branche. Wir als Zukunft Gas stehen in jedem Fall für weitere Debatten und Diskussionen zur Verfügung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für die spannende Debatte und verbleibe mit den besten Grüßen hier aus Berlin, bitte. Bleiben Sie uns gewogen.